So, hallo, wir machen ein bisschen weiter mit I Wanna Maker. Ich würde fast schon sagen, mein aktuell etwas, fast schon mein Lieblingsprojekt, weil es einfach, also es ist halt jetzt neu und dadurch cool. Ich könnte mir denken, wenn man jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Parts aufgenommen hat, wird es so wie bei Mario Maker irgendwann auch repetitiv, aber solange alles neu ist und man viele Sachen noch kennenlernt, die man noch nicht gekannt hat, ist es dann doch eine ganz coole Geschichte. Wir machen einfach mal mit den Leveln von Erik weiter. In der Zwischenzeit hat sich schon wieder ganz viel getan. Ich muss mal die Kommentare so ein bisschen sortieren. Ich komme nämlich schon gar nicht hinterher. Ja, es haben jetzt ein paar mehr Leute angefangen zu bauen. Ich glaube, Rasierer hat schon ein neues Level. Dann hat... Ja, früher hieß er Würzburger, jetzt heißt er Your Daily Gaming TV. Hat auch Level gebaut. Werden wir uns alles mit der Zeit angucken? Bitte habt Geduld. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Okay. So, wir sind bei Random Eric immer noch. Auch Dings, hier Mask hat auch schon wieder ein paar Codes und so weiter geschrieben. So. Ach nee, ich muss ja eh über die ID bei ihm gehen. Welches war denn das letzte, was wir gespielt haben? Ja, scheiße. Welches war das letzte, was wir gespielt haben? Haben wir 5HXS irgendwas schon? BDK3? Haben wir das schon? Das haben wir definitiv noch nicht. Haben wir das davor schon? RYJP? B2? G9. Ja, okay. Das heißt, das, was ich gerade eingetippt habe vorher. das mit 5HXS WDK3. Das ist unser nächstes Level. Okay. 5HXS WDK3. Zack. So, dann gehen wir da durch. Schwierigkeit sieht okay aus. Schwierigkeit entsteht also auch wieder selbst durch... Wenn Leute sozusagen gut sind, wird die Schwierigkeit eher nicht so hoch gehen. Wenn Leute schlecht sind, geht die Schwierigkeit hoch. So, und man startet direkt, man hat also keinen Doppelsprung mehr. Okay, habe ich schon verstanden. Und ich habe ein Schwert. Nice. Also kann man aber praktisch von Anfang an verhindern, dass dieses Level einen Doppelsprung hat. Das ist auch cool. Das war nicht so cool. Yo, der Sprung. Kann ich den erstmal antriggern? Okay. Okay, ich komme nicht drüber. Wir erhöhen jetzt gleich mal die Schwierigkeit von dem Raum. Okay, so. Schwerste Mission haben wir schon mal hinter uns. Oh, nee. Okay, die sollte ich ja dann auch erstmal antriggern. Ja, jetzt geht die Schwierigkeit... Achso, die Maus ist in meinem Weg. Jetzt geht die Schwierigkeit natürlich enorm hoch. So muss das. Ach, komm schon. Guter Start. Okay. Lol. Ah, die sind gar nicht zielführend. Ja, umso besser. Good to know. Yo, was zur Hölle. Und das ohne Checkpoint zwischendurch. Okay. Kann ich da drauf stehen oder was ist das jetzt hier für ein Spaß? Ich muss da drauf stehen können, sonst geht es nicht. Okay. Yikes. Ach Gott. Ah. Oh. Bringt ja nichts, die kaputt zu machen. Ah, der Sprung hat beim ersten Mal funktioniert. Okay, beim zweiten Mal auch. So. Kann ich eigentlich hier einfach runter und dann... Ach so. Ich kann auf den nicht draufstehen, sondern ich muss vor den abspringen. Das macht's noch schwieriger.
Aber ist okay. Frag mich, wann dieser Sprung das erste Mal schief gehen wird. War immer noch nicht. Oje, 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 oje. Ja, ja. Okay, wenn man den ersten trifft. Sollte einfach meine Klappe halten. Ich sollte einfach meine Klappe halten. Oh, komm schon. Ach, komm schon. Wenn ich mit dem Level fertig bin, hat es 4 Stacheln. Ah, so. Aber Erik hat auch schon geschrieben, es wird mit der... Also, wenn ich seine Level so durchgehe, wird teilweise... Wird es teilweise einen ziemlichen Qualitätsunterschied geben. Manche Level sind halt früher und manche später und so weiter. Aber das ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar. So. Wir werden uns einfach nicht wundern, wenn irgendwann ein Level ganz komisch wirkt. Das hier ist ja alles okay. Okay, okay, okay. Und jetzt rüber. Nice. So, jetzt kommen 3. Kann ich da einfach drüber springen? Wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Ich kann einfach ausweichen. Gott. Oh, 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 weia. Aber solange ich hier nichts gleichzeitig mache. Yes. 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 Okay. We did it. Schwierigkeit. Naja, so schnell steigt er wahrscheinlich nicht. Okay. X4VQ. Z4. WV. Apple Cake Land. Trap Troll. Oh, weia. Oh, weia. Aber 16 Sekunden machbar. Wenn man gut ist. Aber Trap Troll heißt er dann schon mal. Jo! Alles klar. Aber man weiß es ja. Dann ist man ja. Dann ist man ja darauf vorbereitet. Yo! Ja, aber. Kann ich da vielleicht wieder zurück? My Cake. Ja, das verstehe ich schon. Will ja auch garantiert nicht deinen Cake wegnehmen. Ja, aber ich bin ja da instant tot. Kann ich vielleicht wieder zurück, bevor der kommt? Dann geht's woanders weiter? Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ist ja nix. Du musst mal da möglichst schnell durch. Oder kann man den besiegen? Ja, hier komme ich auch nicht mehr. Hä? Aber also die Beere, da kriege ich ja auch nie. Wobei, warte, muss ich ausprobieren. Kann ich ja von da aus auch ausprobieren. Ne, die kriege ich nicht weg. Hä? Also wenn ich da drin bin, ist vorbei. Es kann eigentlich nur sein, dass ich hier oben... Aha, die fallen runter. Ja, so nicht jetzt mehr. Ja. Aber diese Stacheln da fallen irgendwie runter. Und
Die einen fahren ein. So nicht. Das ist ja richtig weird. Jetzt geht's nicht mehr runter. Wo geht's runter? Aber ich bleib halt vorher an der Stachel, bevor ich da reingehe. Sobald ich einmal springe, geht er hoch. Also mit dem ersten Sprungknopf geht er hoch. Ich weiß aber halt auch nicht, was es bringen soll, wenn ich da, wenn die Stachel runterfällt. So, was nützt mir das dann? Nur die andere fährt so ein, als ob man da dann weiter könnte. Merkwürdige Geschichte. Ganz merkwürdige Geschichte. Ich komme halt nicht dran vorbei, wenn die so runterfällt. Jetzt geht sie gar nicht mehr runter. Aha! Aber was nützt mir das? Jetzt war ich noch am Leben, aber was nützt mir das? Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich das jetzt gemacht? Und was hat es mir gebracht? Nix. Ah! Da oben rein. Okay, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Also nicht. Ach, der sagt gar nicht My Cake, My Cave. Es ergibt auch mehr Sinn. Ich dachte irgendwie so, ich nehme ihm doch gar keinen Kuchen weg. Das ist seine Höhle. Yo. Ich finde den Trigger nicht immer. Ich finde den Trigger nicht immer. Ah, ich kann da vorne rauslaufen dann wieder. Oder wie? Ach, komm schon. Muss weiter vor. Sonst fällt die Stachel nicht runter. Immer noch nett. Immer noch nett. Immer noch nett. Das wäre wieder in die richtige Richtung gegangen mit der Zeit. Ja, ich glaube, wir werden nicht mehr als diesen Abschnitt hier sehen. Aber ich will jetzt da ein bisschen weiterkommen. Ah, wenn.
Ach, komm schon. Alter. Ich habe es bisher zwei oder dreimal da oben reingeschafft. Das müssen wir immer wieder am Anfang machen. Oh Gott. Ja, aber wo soll ich denn hin, wenn ich da drin bin? Da kann ich von da aus. Nee, den Typ kriege ich nicht da klein so. Wo geht's denn für mich weiter? Komme ich da irgendwie hoch auf den oberen Abschnitt? Sehe halt auch nichts. Ach so. Ich bin so blöd. Ich bin komplett dumm. Schön, dass wir das geklärt haben. Der kommt gar nicht, wenn man hier. Ah, easy. Oben ist nix? Okay. Jo, alles klar. Oh, bin ich gerade froh, dass wir das gelöst. Also das wäre es ja schon komplett gewesen. Löst er sich immer aus? Er löst sich immer. Ich glaube, dem kann ich ausweichen. Und nicht? Da unten könnte man über die Kanonenkugeln, aber ich komme auch wahrscheinlich. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht, bin ich gerade erschrocken. Oh, Himmel, hilf. Und einfach die Alarmanlage. Okay, das kann man nicht verhindern. Ich muss unten lang. Schade. Wollte nicht den Doppelsprung setzen. Natürlich fangen auch die Dinger an, mich zu trollen. Klar. Oh, aber der Anfang mit der Höhle war wieder komplett Brain AFK. Ey, schlimm. So. Yo. Ja, das geht halt hoch. Gott, wie machen wir das denn da unten? Der verschwindet. Wait. Kriege ich einen Doppelsprung wieder, wenn ich auf so eine Kugel drauf? Weil sonst wird es kritisch. Aber der in der Mitte ist scheinbar komplett durchlässig, dann kann ich da auf den gar nicht drauf, oder wie? Ah. Ich wollte, dass ich da immer direkt den Doppelsprung mal draus mache. Will ich ja gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Ja, aber.
Okay, ich krieg einen Sprung zurück, scheinbar. Den in der Mitte kann ich aber nicht. Den in der Mitte kann ich aber nicht auslösen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So. Ja, Checkpoint. Ja, danke für den Checkpoint. Was kannst du? Danger. Geh da gar nicht rein. Ich muss da wohl rein. Einen anderen Weg geben. Mal hier in die Seite. Ah, ja. Okay. Komm ich da drüben? Ah, Moment. Kann ich vielleicht hier irgendwo in eine Seite rein? Nee. Ah, der führt zum gleichen Problem. Kann ich da drüber? Aha. Okay, und da drüben ist dann gleich das Ziel. Viel ist es nicht mehr. Viel ist es nicht mehr. Aber danke für den Checkpoint. Mama mia. Das war so klar. Ich müsste eigentlich komplett drüber kommen. Wahrscheinlich so. Aber ich wette, das Ziel verschiebt sich nochmal oder so. Irgendwas, bevor ich ans Ziel rankomme, verschiebt sich nochmal. Irgendwas passiert da noch. Das ist jetzt nicht der letzte Troll. Niemals ist das jetzt das... Ich komme noch nicht hin. Ich werde nochmal sterben. Ich weiß nicht wie oder woran, aber irgendwas wird nochmal passieren. I knew it. Okay, wie kann ich die triggern, ohne sie zu berühren? Scheiße. Ey, zum Glück ist der Check... Ah, ey, wenn hier kein Checkpoint wäre, ne? Und ich müsste jedes Mal diese blöden Kugeln nochmal machen. Oh Gott. Oh, yes. Okay. Das war eine schwere Geburt. Okay. Reicht dann auch. Muss weiter. Spiel ist auch so. Tschüss. Okay. Ja, das waren zwei Level. Viel haben wir nicht geschafft, aber ich meine, so ein Troll-Level dauert halt eine Weile. Ist ja ganz klar. Da muss man erstmal dahinter steigen, was man tun muss. Wenn man es dann aber hat, dann ist es cool. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ich habe keine Ahnung, ob Leute hier zuschauen, die den Kanal nicht abonniert haben. Manche machen das ja. Ich mache das ja auch bei anderen Kanälen ganz oft. Aber ja. Danke fürs Zuschauen einfach. Und tschüss.